Herr Jesus Christus, Mensch geboren aus Maria, der Jungfrau, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dem Vater gehorsam bis zum Kreuz, Christe eleison. Christe eleison. Dem Vater erhöht als Herrscher der Ewigkeit, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünde, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, du hast die selige, ohne Sünde empfangene Jungfrau Maria dazu erwählt, dein ewiges Wort aufzunehmen. Du hast sie zur Wohnstatt Gottes gemacht und mit dem Licht des Heiligen Geistes erfüllt. Gib uns die Gnade, gleich deiner demütigen Magd, stets deinem Willen zu bewahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes in dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Amos, dem König der Juden. Er sagte: Er bittet dir vom Herrn, deinen Gott, ein Zeichen, sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Aras antwortete: Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hör her, ihr vom Haus David, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären. Und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.
Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte, der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten war. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst dein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann mehr kenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie die Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Sterblich. Aber
sinnen, was in den Dingen geht, der Engel verkündet hat. Und wir sollen staunen über das, was Gott in uns schenkt. Kinder staunen über das, was ihnen das Christkind bringt. Wir dürfen genauso staunen über das, was uns das Christkind bringt, nämlich das Kind Christus. Und dieses Staunen möge uns erhalten bleiben in unserem ganzen Leben, bis wir die irdischen Augen schließen und dann die Augen für das Ewige uns geöffnet werden und wir staunen können, wie groß Gott ist, staunen können, wie herrlich, wie heilig, wie unnahbar und doch so nah Gott ist und wie er uns liebt. Staunen wir, lernen wir das Staunen erneut, weil es angemessen ist für uns. Gelobt sei Jesus Christus. Christus ist das Zeichen vom Himmel, dass Gott mit seinem Volk ist. Darum bitten wir ihn voll Vertrauen. Schau gnädig auf alle, die sich nach Liebe und Geborgenheit sehnen und schenk ihnen deine Liebe. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Erbarme dich aller, die Schuld auf sich geladen haben und Wege und zur Versöhnung suchen. Herr, erhöre uns. Herr, empfangen ist, nach der Julius für verstorbene Gattin,
Unsere Mühe, der Heilige, dein Name, dein Reich.
Sacrament, das wir empfangen haben, sei uns nahe.